Im August 2016 bin ich nach New York City geflogen, um eine der spannendsten Städte der Welt zu fotografieren. Daraus ist ein sehr detailliertes Lightroom und Photoshop Tutorial entstanden. Hier ist das Behind the Scenes. Den Central Park mit dem Fahrrad erkunden, das ist genau das, was wir jetzt brauchen. Es ist immer noch ziemlich warm, aber durch den Fahrtwind gibt es dann doch ein bisschen frische Luft. Los geht's. Leute, nach einer halben Stunde Fahrradfahren sind wir schon völlig K.O. Es ist mega warm und dann noch dieser schwere Fotorucksack auf dem Rücken. Da geht schon einiges flöten. Deswegen erstmal ein bisschen Zuckerwasser. Jetzt diskutieren wir noch gerade, wo wir heute Abend hingehen, welchen Spot wir uns aussuchen. Eventuell machen wir nochmal was in Brooklyn, zwischen den beiden Brücken, zwischen der Brooklyn Bridge und der Manhattan Bridge. Da gibt es eine ganz coole Sache, wo man, oder einen ganz coolen Ort, wo man ein gutes Panorama machen kann. Aber vielleicht fahren wir auch woanders hin. Mal sehen. So Leute, wir sind auf der Manhattan Bridge. Und das ist ja die Brücke, die sehr nah an der Brooklyn Bridge dran ist. Das heißt, wir haben jetzt gleich den Blick auf die Brooklyn Bridge und die Skyline. Wir haben gerade goldene Stunde, das heißt, die Sonne geht gleich unter. Und wenn alles klappt, so wie wir uns das vorstellen, sollte die Sonne gleich richtig schön zu sehen sein. Schauen wir mal, direkt neben uns hier fährt die Bahn, die U-Bahn oder die Metro. Und dementsprechend ist es hier teilweise richtig laut und es wackelt auch ziemlich doll. Müssen wir mal gucken, wie wir das gleich mit den Vibrationen hinbekommen. So, wir sind gerade am Spot angekommen. Das Problem ist hier, dass wir überall Gitter haben und nicht wirklich mit Stativ arbeiten können. Ihr seht es ja hier gerade an Lukas, der fotografiert hier nämlich so durch die Gitter durch. So habe ich das auch gerade gemacht. Und das Coole ist, dass die Sonne gerade noch so rechtzeitig ist. Ich muss nochmal schnell noch eins machen hier. Let's do this. Also 5 Fotos hintereinander, Belichtungsreihe einfach aus der Hand, in der Hoffnung, dass sie scharf werden. Aber es sieht gut aus. Selbst die längste Belichtung ist scharf. Wir sind jetzt wirklich hergerannt, deswegen bin ich auch ziemlich fertig gerade. Die Sonne ist jetzt auch hinter den Gebäuden da hinten so ein bisschen verschwunden. Und gleich werden wir jetzt hier da runtergehen. Da runter. Blaue Stunde machen. So Leute, wir sind am Spot angekommen. Ich habe jetzt auch schon gerade ein bisschen fotografiert, einfach weil das Licht gerade schon extrem gut war und ich die Zeit nutzen wollte. So sieht das Ganze jetzt hier aus. Ich habe jetzt schon eine Panoramareihe durchgemacht, mit mehreren Belichtungen auch. Dann war ich gerade mal ganz kurz ganz unten mit der Kamera, habe hier die Felsen mit in den Vordergrund genommen. Sah eigentlich auch sehr cool aus. Dann habe ich das Ganze auch nochmal quer gemacht und ein Einzelbild quasi gemacht. Also hier gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und jetzt warte ich noch so ein bisschen, so, ich sag mal so 2-3 Minuten warte ich noch. Dann müsste das Licht komplett ausbalanciert sein. Und dann werde ich nochmal ein Panorama machen. Also das Panorama ist heute hier mein Hauptbild. Dann diese tiefere Position nochmal, die war auch ganz cool im Hochformat. Und muss mal gucken. Vielleicht, wenn ich das Panorama fertig habe, dann werde ich auch nochmal so ein Querformatbild einzeln machen. Auch nochmal, damit man ein paar verschiedene Varianten einfach hat. Ja, ich bin komplett fertig. Musste gerade erstmal Traubenzucker essen und so weiter. Hab fast Krämpfe bekommen in den Beinen, weil wir echt viel rumgelaufen sind heute. Und dementsprechend, ja. War es anstrengend, aber so ist es nun mal. Eine Sache, die ihr unbedingt noch beachten müsst, wenn ihr Panoramen macht, und zwar Panoramen mit mehreren Belichtungen, das heißt mit Belichtungsreihen. Man nennt sie auch HDR-Panorama. Dann solltet ihr bedenken, je später es wird, desto länger dauert es natürlich wegen den Belichtungszeiten. Gerade jetzt, so wie ich, wo die Normalbelichtung schon 5 Sekunden dauert und die längste Belichtung, also die Plus-2-Belichtung dementsprechend schon 20 Sekunden,
da seid ihr bei einem Bild quasi mit 5 Belichtungen ja schon bei 30, 35, ja knapp 40 Sekunden. Und je nachdem, wie groß euer Panorama werden soll, in meinem Fall sind es jetzt hier glaube ich 8 oder 10 Bilder, könnt ihr euch das ja ausrechnen, dass ein so ein Panorama durchgeschudelt schon, ja, gute, jetzt muss ich natürlich wieder rechnen, 8 Minuten circa dauert. Ja? Und das ist natürlich so, gerade wenn jetzt hier in New York das Licht relativ schnell dunkel wird, dann muss man das auf jeden Fall mit beachten, dass man sich hier wirklich doll beeilt. So, ich gucke jetzt hier, dass ich immer genau in 15 Grad Abständen das Ganze mache. Vielleicht könnte ich sogar auch nur 30 Grad Abstände machen, aber ich gehe hier wirklich auf Nummer sicher, mache 15 Grad Abstände und dementsprechend dauert das halt hier so ein bisschen. Ich hoffe aber, dass ich hier noch durchkomme. Guten Morgen aus New York City. Der vorletzte Tag ist angebrochen. Es ist jetzt gerade Sonnenaufgang und wir sitzen vor dem, ja, wie heißt es? Flatiron-Gebäude. Das ist dieses Gebäude, was ganz spitz zuläuft. Sieht richtig geil aus. Ja, wir haben uns jetzt hier für eine Komposition entschieden, relativ simpel, direkt davor. Das Problem ist halt, dass drumherum extrem viele Baustellen sind. Und ich weiß nicht, ob ihr das vielleicht kennt, dieses Standardbild, wo diese eine historische Uhr da noch so ein bisschen mit drauf zu sehen ist. Die ist leider komplett eingezäunt von einem Baugerüst und deswegen kann die leider nicht mit drauf. Naja, wir waren ungefähr eine Stunde vor Sonnenaufgang hier, haben aufgebaut, da war es wirklich noch komplett dunkel. Jetzt inzwischen wird es extrem schnell sehr hell und wir shooten hier eigentlich die ganze Zeit durch, um den perfekten Moment nicht zu verpassen. Der ist eigentlich jetzt gerade so, ja, so in fünf Minuten, denke ich mal, sollte es perfekt sein. So, es ist inzwischen hell und wir haben den Standpunkt noch mal so ein bisschen gewechselt. Das heißt, wir sind ein Stück weiter nach hinten gegangen und fotografieren jetzt hier so ein bisschen die Straße noch im Vordergrund. Und ich will euch mal ganz kurz hier zeigen. Einmal mit Schulbus und hier solche Geschichten dann, wo solche Taxis dann im Vordergrund zu sehen sind. Und ja, das möchte ich einfach noch so ein bisschen integrieren. So ein bisschen New York-Style halt. Ein bisschen Street-Style noch mit einbauen in das Ganze. Und genau, das ist jetzt der Plan für die nächsten Minuten. Und dann mal schauen, wie es weitergeht. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Freunde. Letzter Abend in New York City, die Stadt, die niemals schläft. Und wir haben uns nochmal einen coolen Spot ausgesucht für den Abschluss. Wir sind auf der Manhattan Bridge und fotografieren Richtung Brooklyn Bridge. Das haben wir auch gestern Abend schon gemacht zum Sonnenuntergang, falls ihr euch erinnert. Aber wir sind diesmal auf der anderen Seite, und also auf der Seite von Manhattan quasi. Und unter uns direkt ist so eine richtig coole Autobahn. Da werden wir nachher richtig schöne Lichtspuren erzeugen von den Autos, wenn wir länger belichten. Und ja, wird auf jeden Fall sehr, sehr cool aussehen, hoffentlich. Wetter ist jetzt nicht so optimal. Es ist relativ grau. Aber das soll uns nicht stören, wenn nachher die blaue Stunde einigermaßen wird. Dann wird das Ganze schon mal relativ gut aussehen, denke ich mal. Wir haben wieder das Problem, dass hier extrem viele Züge langfahren und während die hier langfahren, vibriert die Brücke extrem. Das heißt, in der Zeit kann man auf keinen Fall irgendwelche Belichtungen machen. Und genauso fahren hier auch noch Autos hin und her und dementsprechend ist es dann halt wirklich relativ schwierig, hier einen Punkt abzupassen, wo man gut belichten kann. Ich hoffe, das legt sich dann alles noch so ein bisschen, wenn es dann ein bisschen später wird. Wir werden es sehen. Wir sind jetzt gerade vom Spot noch mal ein bisschen umgezogen und zwar ein bisschen weiter nach links. Das heißt, dass wir jetzt diese Straße da, die hier, ein bisschen mehr seitlich haben. Gerade eben standen wir ja direkt da drüber und das war von der Komposition her irgendwie, war es nicht ganz so cool. Und jetzt sind wir einfach noch ein bisschen weiter nach links gegangen.
sind jetzt deutlich näher dran, also haben weiter reingezoomt. Statt 17 mm bin ich jetzt bei 30 mm. Habe jetzt einfach mehr von der Skyline drauf und weniger von der Brücke und von dem ganzen seitlichen Kram hier. Denn so interessant ist er dann doch nicht. Und ja, dementsprechend ist die Komposition jetzt ein bisschen besser. Hier mal kurz meinen Aufbau, das heißt, ich habe hier wieder mein Really Right Stuff Stativ, diesmal auf kleinster Höhe ausgefahren. Und dann habe ich irgendwie probiert, die Kamera hier so ein bisschen durch dieses Gitter durchzubekommen, dass man hier wirklich nicht das Gitter sieht auf dem Foto. Also es ist ein bisschen Fummelarbeit und man muss auch darauf achten, dass hier das Objektiv nirgendwo die Brücke oder den Stahl berührt, damit einfach die Vibrationen nicht übertragen werden, wenn hier die Züge langfahren. Insgesamt hier an dem Standpunkt ist es auch nicht ganz so verwackelt, wenn ein Zug langfährt, also von daher ist schon deutlich besser. Ja, ansonsten habe ich hier wieder meinen Kabelauslöser, damit das Ganze beim Auslösen dann auch nicht mit der Kamera in Verbindung kommt. Jetzt fährt hier gerade wieder ein Zug lang. Ihr hört schon, es ist extrem laut. So Leute, kurzes Update zur Location. Wir sind immer noch da. Es ist inzwischen relativ dunkel, aber es gewittert wieder. Und ich habe gerade schon zwei richtig geile Blitze eingefangen über Manhattan. Sieht richtig fresh aus. Ja, mal gucken, was man daraus machen kann. Aber ich denke mal, es wird ein richtig geiles Wetterfoto. Wie ihr vielleicht auch am Ton hört, oh shit, da hinten hat es richtig geblitzt gerade. Wie ihr vielleicht auch am Ton hört, ist es schon extrem windig. Also das Unwetter, ja, ich hoffe, es zieht an uns vorbei, aber man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall werden wir hier bald auch die Segel streichen und nach Hause fahren. Ganz kurz noch die Kameraeinstellung. Ich bin in meiner Blende 8, ungefähr 32 mm Brennweite und mit einer Verschlusszeit im Moment von 8 Sekunden und ISO 100 natürlich. Also so nehme ich das jetzt auf und dann habe ich hier einfach meine Kamera auf Dauerschleife. Muss also gar nichts mehr machen, die löst immer wieder hintereinander direkt aus. Und so verpasse ich hoffentlich keinen Blitz. So Leute, eigentlich wollten wir schon längst zu Hause sein, aber wir haben noch was gefunden. Und zwar auf dem Rückweg, wir sind immer noch auf der Brücke, aber auf dem Rückweg gab es hier zwei so eine Querstraßen nochmal. Oder Längsstraßen, wie auch immer. Die wir beide nochmal fotografiert haben, die einen echt geilen Blick auch hatten. Und im Hintergrund auch das World Trade Center jeweils. Also sah richtig geil aus. Es ist zwar schon wirklich stockfinster, also der Himmel ist komplett schwarz, aber trotzdem hat es irgendwie in diesem Zeitpunkt oder in diesem Moment jetzt hier echt einen geilen Effekt gehabt. Ich sag ja sonst immer, ich fotografiere eigentlich nur blaue Stunde, weil der Himmel noch so ein bisschen Zeichnung haben sollte, aber in dem Fall war es einfach richtig geil und ich bin echt mal gespannt auf die Bearbeitung. Ich denke, dass man da eine Menge rausholen kann. Wenn man solche Fotos machen will, dann muss man auf jeden Fall daran denken, dass man jetzt einen sehr, sehr hohen Kontrast im Foto hat. Das heißt, zum einen dieser ganz schwarze Himmel und zum anderen diese sehr hell beleuchtete Stadt durch die Straßenlaternen und so weiter. Und dementsprechend müssen auf jeden Fall mehrere Belichtungen gemacht werden und sogar mehr als normalerweise. Also ich habe jetzt hier meine normale 5er Belichtung gemacht von minus 2 bis plus 2 und dann nochmal eine extra Belichtung für die Lichter, für die ganz grellen Lichter. Da bin ich dann nochmal mit einer kürzeren Belichtungszeit rangegangen. Ungefähr eine minus 5 habe ich da angewandt. Einfach nur, um sicher zu gehen, dass alle Highlights nicht ausgebrannt sind. Und dementsprechend, man muss einfach gucken, ob man es braucht oder nicht. Aber erstmal lieber haben und dann am Ende sagen, okay, man braucht es nicht und dann kann man es wieder löschen. Aber nur das so als Tipp am Rande. So, wir gehen jetzt nach Hause, gehen auf jeden Fall erstmal Abendbrot essen und dann müssen wir mal gucken, vielleicht schon ein bisschen Sachen packen. Morgen früh geht es auf jeden Fall nochmal zum Sonnenaufgang los und dann müssen wir aus dem Hotel auschecken und abends geht dann der Flieger. Hier siehst du jetzt noch die Ergebnisse von diesem Tag und wenn es dir gefallen hat und du Interesse daran hast, wie ich diese Bilder bearbeitet habe, dann klick doch einfach mal auf www.stefanschäfer-store.de. Dort findest du jetzt ein umfassendes Videotraining dazu, wie ich diese Bilder bearbeitet habe und ich erkläre dir von A bis Z, wie das Ganze funktioniert. Wenn dir das Video gefallen hat, dann kannst du natürlich auch gerne einen Daumen nach oben geben und wenn du Fragen hast, kommentiere unten unter dem Video. Ich würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, ciao.